32,4 Kilo, Jungs. Yes! Shit, ich muss mich auf den Drill konzentrieren. Guten Tag, Leute. Was für ein wunderschöner Nachmittag. Was für eine klasse Kulisse. Sonnenbrille auf, T-Shirt an. Wir sind bereit. Meine fetteste Reise aller Zeiten beginnt gleich. Die längste Reise überhaupt. Willkommen zu einer neuen Episode. Das resoniert in deinem DNA. Degene, die luistert, ist degene in potentie in deinem DNA, was je allemaal kan worden in de expressie. Sie sollten Philosoph werden, denke ich. So, Jungs, ich bin am Wasser. Niemand angelt hier, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich dachte, es wird voll sein. Es ist ein sehr beliebtes Gewässer. Aber egal. Ich habe die Drohne angeworfen und habe hier links in der Bucht sofort in einer Ecke die Fische gefunden. Ich mache mich direkt auf den Weg und lege zwei Routen aus. Das werde ich nicht filmen, das tut mir leid. Ich werde nichts Geheimes machen, einfach einen Shotrig und einen Bottomrig auslegen. Ich möchte einfach Geschwindigkeit aufnehmen und sofort Fische fangen. Ich bin wieder total verrückt drauf. Anstatt die Routen einfach auszuwerfen oder mit dem Boot auszufahren, schwimme ich sie raus mit dem Neoprenanzug. Da kann ich wenigstens sicher sein, dass alles perfekt liegt. Das Ganze sieht unter Wasser natürlich wieder anders aus. Viele Felsbrocken, Steine. Vier Routen sind jetzt drin und ich gehe mich jetzt abtrocknen, aufwärmen. Es ist ziemlich kühl. Mein Angelplatz sieht aus wie ein großer Saustall. Ich habe wegen der Außentemperatur wenig Energie aufzuräumen gerade. Es ist 20 Grad, wenn nicht sogar 30 Grad. Aber okay, ich werde jetzt einen Happen essen. Wow, meine rechte Route läuft. Scheiße, der hängt fest. Scheiße. Der Fisch klemmte fest, ich ging ins Wasser. Boah, der hing mega fest. Verdammt nochmal. Fühlte sich echt wie ein guter Fisch an. Aber es bewegte sich einfach nichts mehr. Ich zögerte nicht lange, schwamm raus. Doch das Einzige, was ich dann aus dem See rausholte, war mein Shotrig ohne Fisch. Aber egal, Ruten wieder rein und auf eine zweite Chance hoffen. Okay, Leute, was zum Teufel gerade passiert ist. Jetzt fährt erstmal der Monster-Truck weg. Ich bin aber sehr dankbar, dass er hier gewesen ist. Ich war gerade dabei, meine Route wieder rauszubringen, da lief der nächste Fisch ab. Natürlich ein super Gefühl, aber das Keschernetz war noch nicht wieder aufgebaut. Ich spürte den Fisch, der fühlte sich wirklich nicht klein an. Also dachte ich, komm, das funktioniert auch mit der Wiegeschlinge. Mir fiel aber ein, dass ein Kescher noch im Auto lag, zwar nicht zusammengebaut, aber der nette Kerl hier half mir, das Ding aufzubauen und so konnte ich den Fisch sauber abschöpfen. Ich kann es kaum glauben, aber ich denke, das ist ein 20-Kilo-Fisch. Da ist er, Jungs. Ich bin wirklich super happy. Nach dem verlorenen Fisch war das schon eine große Enttäuschung, aber jetzt fühlt es sich richtig gut an. Die nächste Route lief ab und dieser Junge von 21 Kilo hing dran. Hey, was für ein super schönes Tier. Einfach perfekt. Super schöne Farbe, dicker Bauch. Fantastisch. Er kann wieder schwimmen. Okay, die Route ist wieder im Wasser. Ich fische heute mit zwei Routen. Die beiden Routen, die weiter weg in der Bucht lagen, wo die Fische sind, die lasse ich draußen. Ich fische dort lieber nur tagsüber. Was ich jedoch tun werde, ist da drüben füttern. Ich habe eine schöne Mischung fertig gemacht, Boilies, gemischt mit Tigernüssen, paar Liquids drüber, zerbrochene Boilies. Und wenn die Karpfen das nicht fressen werden, dann auf jeden Fall die Schleien. Morgen, wenn die Sonne aufgeht, werde ich dann die zwei Routen wieder dort auslegen. Ich bin sehr gespannt, eben ist wieder ein Fisch gesprungen. Was für ein schöner Abend.